hat wirklich Power, wenn der Bauer damit unterwegs ist. Der hat 300 PS. Ich mach den mal aus. Einmal noch hupen. Ist ein Männerspielzeug. Herzlich willkommen aus Hannover von der Agritechnica, der größten Landmaschinenmesse der Welt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn Sie so einen Trecker sehen, und ich meine, der wiegt 11 Tonnen. Denken Sie sich dann nicht auch einmal da hochklettern und in 2,5 Metern Höhe über den Dingen schweben? Diese Maschinen, die sind schon faszinierend. Und deswegen kommen auch die Menschen aus aller Welt hierher, schnacken ein bisschen, gucken sich das Neueste vom Neuesten an und sind einfach neugierig. Und genau das sind wir auch. Wir wollen heute fragen, was kann so ein Trecker eigentlich? Wie funktioniert Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? Das alles erwartet Sie in den nächsten 45 Minuten. Sie mähen, sie dreschen, sie häckseln, sind so groß und lassen Männerherzen höher schlagen. Wer auf dieser Welt Landmaschinen baut, ist auf der Agritechnica. Wer Teile für sie produziert, sieht zu, dass er auch dabei ist. Und wer Benzin im Blut hat, sowieso. Und wie es in der Liebe so ist, begeistert manchen die Größe, aber den Klugen das, was er gut gebrauchen kann. Längst unterstützen Computer Landwirte bei der Ernte. Verschaffen Flugdrohnen einen Überblick, helfen spezielle Smartphones auf dem Feld mit. Mehr als 400.000 Besucher aus aller Welt kommen auch zur Agritechnica, weil man hier sämtliche Neuheiten zusammen und vor allem zuerst sieht. Von den über 2.900 Ausstellern kommt mehr als die Hälfte aus dem Ausland. Denn die Agritechnica ist einfach die internationale Leitmesse ihrer Branche. Und weil Technik und vor allem das Zubehör so begeistert, entsteht hier manches Erinnerungsfoto, über das sich die Frau zu Hause wahrscheinlich besonders freut. Wahnsinn, oder? Wie das aussieht? Wie in so einem Hollywood-Film. Diese Maschine hier hat mehrere hundert Messer auf einer Breite von 9 Metern. Das ist ein Maishäcksler. Der kann 3 Meter hohe Pflanzen zerschneiden in 3 bis 15 Millimeter kleine Stückchen und das stufenlos. Eigentlich kann diese Maschine sehr viel mehr. Sie werden sich wundern, was die auf Knopfdruck alles kann. Das ist hier ein fahrender Computer und der Arbeitsplatz von Markus Buschermöhle. Maisernte mit dem Klaas Jaguar 980 in der Nähe von Oldenburg. Mit fast 900 PS unterm Sattel fühlt sich Markus Buschermöhle für die Erntesaison gerüstet. Also wir rechnen das nicht mehr in Hektar so, wir machen immer Tonnen. Und an guten Tagen 2000, 2100, 2200 Tonnen, dann muss es aber auch wirklich sehr gut laufen. Und man muss auch die Flächen dazu haben. Jetzt nicht nur 5 Hektar Stücke, da muss man auch 10, 15, 20 Hektar Stücke haben. Dann kann man die Tonnenzahl schaffen. Das haben wir schon geschafft. Aber da ist ein strammer Tag. Und zu machen ist das, weil das Maisgebiss vom Typ Klaas Orbis 900 eine Arbeitsbreite von 9 Metern hat. Damit schafft die Maschine 12 Reihen Mais gleichzeitig. Von oben kann der Fahrer das nicht mehr steuern. Die Maschine selbst richtet sich ein via Autopilot. Der Autopilot ist so ein Pfeil vorne am Gebiss und der hat 2 Pendelarme und der läuft durch die Reihen durch. Das ist schon eine Erleichterung so bei Engsaat. Dies ist jetzt zum Beispiel auch Engsaat. Da sieht man die Reihen nicht so. Also der funktioniert sehr gut. Da braucht man dann nicht mehr lenken und nichts. Der fährt da alleine dann durch. Vor allem der Computer übernimmt die Regie im Cockpit des Maishäckslers. Hier haben wir die Kamera, Turmkamera für oben. Da kann man von hier aus im Wagen reingucken. Der Schlepperfahrer achtet selber auch auf seinen Wagen, aber wir haben hier auch die Befüllautomatik dran, Autofill. Und der macht das alleine dann voll. Da brauche ich nur hier den aktivieren, dann macht er den alleine voll. Und dann gibt er hier mir in der Kabine hier ein Signal. Und dann verständigt man sich mit dem Abfahrer. Pausenlos wird das Erntegut abgefahren, denn der Maishäcksler muss wirtschaftlich arbeiten. Maschinen dieser Kategorie kosten mit dem Schneidwerk, dem Gebiss, immerhin um die 500.000 Euro. Die Maschine verbraucht beim Häckseln etwa 0,6 Liter Diesel pro Tonne. Nach einem langen Arbeitstag ist der 1500 Liter Tank leer.
Der Klaas Jaguar 980 ermittelt nicht nur die Infos über den Feuchtigkeitsgehalt des Ernteguts, sondern künftig auch dessen Inhaltsstoffe. Dafür sorgt eine Spezialsensorik im Auswurfkanal. Das Ziel? Das Häckselgut soll optimal eingesetzt werden. Egal, ob es später im Futtersilo oder in der Biogasanlage landet. Vier bis fünf Wochen lang ist Markus Buschermühle im Herbst mit dem Maishäcksler auf den Feldern unterwegs. Tag für Tag, Woche für Woche. Und genau das ist die eigentliche Herausforderung für ihn. Wenn der Mais den ganzen Tag Kabinenhöhe hat, da guckt man den ganzen Tag vor der Wand und sieht nur, wie die Wand da reinläuft. Also wenn man jetzt so einen Mais hat wie hier, dass man noch mal drüber weggucken kann, ist schon entspannt. Missen möchte Markus Buschermühle die Erntemaschine nicht mehr. Und früher hat man viel unter den Häckslern gelegen, nachts zu reparieren und Messer schleifen. Und heute schleift man die Messer von oben. Man drückt hier oben einen Knopf, ist alles entspannt. Man braucht eigentlich gar nicht mehr absteigen, nur wenn mal irgendwas verstopft oder so. Aber braucht man eigentlich nicht mehr. Also gegenüber früher ist es schon eine ganz schöne Erleichterung. Auf diesem Feld ist die Arbeit erledigt. Aber der Feierabend ist für Markus Buschermühle noch fern. Gleich geht es weiter. Auf dem nächsten Acker. Übrigens, hier auf der Messe bekommt natürlich der Begriff Bauer sucht Frau noch mal eine ganz andere Bedeutung. Sie können sich ja mal hier umgucken. Ist ja klar, unter den Besuchern, da müssen Sie eine Weile gucken. Das sind fast alles Männer, fast eine Männerdomäne. Umso verblüffender vielleicht, dass der Projektleiter der weltgrößten Landmaschinenmesse eine Projektleiterin ist. Freya von Zettritz ist die Cheforganisatorin hier. Was bedeutet für Sie persönlich die Agritechnica? Sie ist nicht nur mein persönliches Highlight alle zwei Jahre, sondern sie ist ja auch das Highlight der Branche. Und das spürt man, wenn man das zwei Jahre lang vorbereitet. Und darüber hinaus kann man sich schon sehr darauf freuen. Mal ganz ehrlich, wie oft haben Sie dann zum Beispiel am Telefon gehört, ich glaube, ich wollte Ihren Chef sprechen? Ja, am Anfang habe ich das oft zu hören bekommen. Ja. Mittlerweile habe ich so viele kennengelernt in der Branche, dass das zum Glück nicht mehr stattfindet. Man kennt sich. Man kennt sich. Okay. Und das ist das Allerschönste an dieser Branche. Es ist ein unheimlich nettes, ein netter Umgang, unheimlich viele nette Menschen, egal ob Männer oder Frauen. Wie lange bereiten Sie wirklich vor? Wie viele Wochen oder Monate? Zwei Jahre ungefähr. Es ist natürlich sehr viel Operatives am Ende, aber wir planen schon jetzt die 2017er Agritechnica und auch schon ein bisschen die danach, die 2019er. Mal ganz ehrlich, was ist für Sie so ein persönliches Highlight? Wo machen Sie, ich sag mal, die größten Augen? Mein persönliches Highlight ist, wenn ich am Samstagabend, bevor die Messe eröffnet wird, am Abend davor, gehen wir mit den Kollegen durch die Hallen und wir laufen die Highlights an, die uns im Aufbau aufgefallen sind. Und ich muss sagen, da bin selbst ich manchmal wirklich sprachlos. Das Herz schlägt hoch, weil alles, was wir zwei Jahre lang vorbereitet haben, ist dann in 3D plötzlich da. Und dann stehen diese riesen Dinger da plötzlich. Genau. Ja. Was können Sie sagen darüber, inwiefern sich die Frauen in der Landwirtschaft entweder immer mehr durchsetzen oder doch auf dem Rückzug sind? Wie ist es da eigentlich? Ja, es gibt Frauen in der Landwirtschaft. Das sind natürlich einmal die wirklich praktischen Landwirte. Da gibt es Landwirtinnen. Und das nimmt auch zu, ist allerdings noch mal anders zu betrachten, wenn man auf die Landtechnik guckt. Das sind ganz tolle Unternehmen in der Landtechnik, die auch einige oder viele davon werden von Frauen geführt. Und umso schöner ist das natürlich, dass die bunte Mischung auch so ein buntes Bild einer Messe dann nachher widerspiegelt. Also Unternehmen, die nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen geführt werden. Klasse. Frau von Zettritz, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns. Vielen Dank. Die weltgrößte Landmaschinenmesse bedeutet natürlich auch Besucher aus aller Welt. Also die kommen zum Beispiel aus den USA, aus Kanada, Finnland, aber auch aus Malaysia, aus Pakistan. Warum eigentlich? Was erwarten die Menschen hier? Mit welcher Erwartung kommen sie hierher? Was wollen sie hier erleben? Warum nehmen die diesen weiten Weg auf sich? Gucken wir uns nachher an. Es gibt aber auch einige Besucher, die haben natürlich nicht so eine weite Anreise. Guten Morgen. Morgens 16:30 im Emsland. Werner Kohle ist heute früh dran. So, gucken wir mal, die Kälber noch schlafen. Ach, so früh können die das natürlich auch, ne? Viel früher als sonst dreht der Landwirt seine morgendliche Kontrollrunde durch die Ställe. So, steht mal auf hier, komm. Hallo. Komm, aufstehen. Denn um 6 geht's mit dem Bus von Spelle nach Hannover zur Messe. Ein Highlight im Jahr oder alle zwei Jahre. So, aufstehen. Der will nicht. Den lassen wir liegen.
Vielleicht überlegt er sich das ja noch mit dem Aufstehen. Bis es losgeht, gibt's noch genug zu tun, denn auch seine Großen müssen versorgt werden. Na Jungs, seid ihr alle gesund, gut zufrieden? Ist doch toll, keine Klagen. Die Agritechniker. Für Werner Kohle ein fest eingeplanter Termin. Vor allem, um auf dem Laufenden zu bleiben. Man sieht immer was Neues oder man hat alle Hersteller da, von denen man Maschinen hat. So, und deswegen ist das eigentlich ein Muss, dahin zu fahren, finde ich. Und außerdem ist es auch mal ein schöner Tag, ne? Langsam wird es Zeit. Werner Kohle setzt zum Endsport an. Ein bisschen was soll der Bauer ja noch mit der Hand machen, ne? Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Mit jedem Handgriff steigt die Vorfreude. Denn so ein Messetag, der ist dann doch was ganz Besonderes. Im sonst oft strikt getakteten Bauernalltag. Ja, schon ein interessanter Tag. Ich meine, ja, Landwirtschaft ist natürlich jeder Tag interessant, ne? So, aber nein, das ist schon ein toller Tag, klar. Und vor allen Dingen, jetzt brauche ich da nicht selber hinfahren, kann mit dem Bus fahren. Schon toll. So. Aber so langsam müssen wir sehen, ob wir loskommen, oder? Dürfte ich einmal den Namen erfahren? Kohle Werner. Kohle wie die Kohle. Alles klar, okay. Aber natürlich viel Spaß, gute Fahrt. Auch so. Auf geht's, nach Hannover. Die Messe ruft. Ja, hier, den müssen wir uns natürlich erstmal angucken, ne? Fendt mit 500 PS. Obwohl, haben wir eh nicht in Spelle. Ein bisschen Geduld muss die Truppe aus dem Emsland noch haben. Denn noch haben sie rund 200 Kilometer vor sich, bis nach Hannover. Bis zur Agritechnica. Mit am beeindruckendsten sind natürlich bei diesen Riesentreckern diese großen Reifen. Aber die kriegst du ja nicht von der Stange. Und da habe ich eine Frage. Aber wem stelle ich die? Ich habe hier einen getroffen auf der Messe. Er heißt Hubertus, ist selber Landwirt, hat seinen Hof in der Nähe von Rostock, macht ein bisschen Getreide, hat mir erzählt, er hat ein paar Schweine. Habe ich gefragt, wie viele denn? Sagt er 2.500. Und den frage ich jetzt. Hubertus, sag mal, warum haben Trecker immer so riesengroße, dicke Reifen? Ja, Stefan, das ist so ähnlich, kannst du dir das vorstellen, wie bei deinem Fahrrad. Auf dem Mountainbike, da hast du ja auch so ein bisschen dickere Reifen mit ein bisschen Profil drauf. Und das ist beim Trecker das Gleiche. Damit er nicht so einsinkt und damit er auch richtig ziehen kann, braucht er einen dicken Reifen mit viel Profil. Und außerdem ist das für den Boden ein bisschen schöner. Der Boden macht das nicht so gerne, wenn er so doll gedrückt wird. Deshalb sind die Reifen groß und ein bisschen weicher. Das kannst du dir vorstellen wie beim Airbag. Beim Auto, wenn du da ins Lenkrad fliegst, dann ist das auch schöner, wenn da ein bisschen Gummi vor dir ist. Sehr, sehr interessant. So einen Reifen könnte ich mir an meinem Mountainbike auch vorstellen. Danke, Hubertus. Bis gleich. Hier auf der Messe gibt es natürlich noch viel, viel mehr Neuigkeiten. Hier ist unser erster kleiner Nachrichtenüberblick. Eine Silbermedaille gab es von der DLG für diese Maschine. Sie kann selbstständig Strohballen wickeln. Innovativ dabei ist besonders der Laser, der den Ballen automatisch erfasst und dann auch eine automatische Aufnahme des Ballens ermöglicht mit diesen zwei Stahlrollenpaaren, die Sie links und rechts sehen. In Aktion auf dem Feld sieht's dann so aus. Ob rund oder eckig, der Laser erkennt den Ballen und packt ihn ein. Vorteil, der Fahrer muss überhaupt nicht eingreifen. Für alle, die noch überlegen, ob sie so eine große Maschine steuern können, bei John Deere kann man üben, an einem Mähdrescher-Simulator. Auch hierfür gab es eine Silbermedaille der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Ein Produkt für Händler, damit Landwirte den Mähdrescher testen können, bevor sie ihn kaufen. Ich kann das auf verschiedene Fruchtarten einstellen. Derzeit ist es auf Mais eingestellt. Ich kann es auf Weizen einstellen, auf Bohnen. Dann sind auch verschiedene Erntevorsätze an der Maschine dargestellt. Das ist flexibel, um zu programmieren. Den Fahrspaß kann man sich auch für den Winter aufheben, wenn gerade nicht geerntet wird. Die Spargelbauern in Niedersachsen werden sich für die Neuentwicklung von Bosch interessieren. Fragen Sie sich doch immer, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zu ernten?
Mit dem Spargelüberwacher von Bosch ist das künftig kein Problem. Ein Thermometer im Damm misst die Temperatur. Und die kann man dann über eine App im Handy ablesen. Rund um die Uhr, immer aktuell und auch noch zeitgleich überall dort, wo man so einen Sensor vergraben hat. Der Landwirt kann sich dann jeweils das einzelne Feld anschauen, hat auf den ersten Blick auch eine Wetterprognose dargestellt, mit der er sofort sieht, was es am nächsten Tag zu erwarten an Temperaturen. Daneben werden wir auch eine Prognose geben, was im Damm passiert. Also das hier ist ja eine ganz normale Wetterprognose. Und hier kann er auch diese 24-Stunden-Temperatur anzeigen. Wie war das denn gestern? Weil er sich eigentlich danach richten sollte. Schwarze oder weiße Folie? Die Entscheidung erleichtert die App ebenfalls. Die Kunden sind beim Spargel kritisch. Und wenn sie nicht kaufen, fährt der Landwirt schnell ein Minus ein. Das Schöne an diesen Riesenmaschinen ist ja, wenn der Landwirt mal eine Pause machen möchte, er hat die Hängematte direkt dabei. Mal im Ernst, geht's in der Landwirtschaft heutzutage nur noch darum, höher, schneller, weiter? Nicht unbedingt, denn eigentlich hat beides seine Reize. Das ganz, ganz Große und das Klitzekleine. Es gibt kaum etwas, das es hier nicht gibt. Von filigran und klein bis hin zu mächtig und massiv. Zu den ganz Großen der Branche zählt zum Beispiel die Firma Krone. Und die hat ihren Sitz in Spelle im Emsland. Man kann allgemein sagen, egal in welchem Bereich wir uns befinden, sind wir immer, ich würde mal sagen, über den Daumen gepeilt, immer die Nummer 1 und Nummer 2. In diesem speziellen Bereich Futterhärtetechnik. Mehr als 1500 Mitarbeiter kümmern sich um die unterschiedlichsten Modelle. Von der Planung bis zur Montage. In den Produktionshallen sitzt jeder Handgriff. Jede Schraube findet ihren Platz. Und das ist gar nicht so einfach. Bei etwa 60.000 Einzelteilen, aus denen ein solcher Riesenhäcksler entsteht. Auch in Winsen an der Luhe, sozusagen am anderen Ende Niedersachsens, gehört genau dieser Häcksler zum Sortiment einer ganz anderen Firma. Hier geht's um andere Dimensionen. Denn der Eilbote Bohmgarden Verlag hat gerade mal 20 Mitarbeiter. Neben dem wöchentlichen Fachmagazin für Landtechnik hat sich der Familienbetrieb auf Miniaturmodelle spezialisiert. So eine große Maschine in 1:1 beeindruckt dann doch mehr, aber dadurch, dass wir über 1000 Modelle bei uns am Stand haben, ist es dann recht bunt, so dass die Leute dann auch neugierig werden und bei uns vorbeikommen. In Hannover punktet die Firma aus Winsen mit Masse statt mit Größe. Landmaschinen in kompakter Form, von allen gängigen Marken. Diese Auswahl hat auf der Messe sonst keiner zu bieten. Viele Spontankäufe natürlich, dass sie was Neues entdecken, aber es gibt auch ganz gezielte, die wissen, es gibt irgendwo ein neues Sondermodell, was speziell limitiert ist und die haargenau wissen, den und den Hersteller möchte ich haben, das neue Modell und der soll es dann eben sein. Landmaschinen zum mal eben unter den Arm klemmen, noch dazu zu erschwinglichen Preisen, zumindest im Vergleich zu dem, was Krone hier auffährt. Auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern beraten rund 200 Mitarbeiter die Besucher. Die Agritechniker. Ein absolutes Muss für das Unternehmen aus dem Emsland. Denn hier geht's ums Sehen. Und vor allem ums gesehen werden. Wir sind sehr froh, uns dann auch hier entsprechend präsentieren zu können, die Maschinen zeigen zu können. Deshalb sind wir da. Und für uns ist das auch wichtig, gerade international, gerade in Asien auch, wo wir vielleicht noch nicht so bekannt sind wie in Deutschland oder in Nordamerika, dass man das dann auch, das Unternehmen auch in so einem Rahmen dem Publikum entsprechend vorstellen kann. Landtechnik, die fasziniert, unabhängig von der Größe. Ob fürs Feld, für die Vitrine oder als Spielzeug. Hier ist was für jeden Geschmack dabei. Jetzt haben wir schon so viel modernes Zeug gesehen. Das Tolle auf der Messe ist natürlich, hier stehen auch eine Menge alter Maschinen rum. Schauen Sie mal, ein Heimkehrer, zurück nach Hause gekommen in Hanomag von 1922. Sieht ein bisschen aus wie ein Panzer.
Ich glaube, das Geniale an Treckern ist, beides ist faszinierend. Auf der einen Seite die modernen Maschinen, die computergesteuert fast alleine übers Feld fahren. Und dann eben auch die alten Trecker. Das heißt, die, die, wenn man sie noch anbekommt, immer noch tuckernd, rauchend, polternd unterwegs sind. Wie früher. Am Baxberg in Eutin sind die ersten schon da. Es ist eben das Lanz-Bulldog-Event des Jahres. 1975 fand das erste Treffen statt, vor dieser Gaststätte an der Straße. Sogar ein Denkmal hat der Club auf dem Parkplatz errichtet. Diesen Bulldog muss Johann Esselmann noch bis übermorgen zum Laufen bringen. So. Dann wollen wir mal sehen, ob da noch Diesel ankommt. Normalerweise haben wir den vor 30 Jahren mit einem fast vollen Tank weggestellt. Aha, da kommt was. So, jetzt wollen wir mal die Heizlampe vorbereiten. Das Modell ist noch aus den 30er Jahren, ohne Anlasserhebel. Die muss sich jetzt erstmal vorwärmen und dann wird die da untergestellt und vorgeheizt. Johann hat sich Verstärkung zum Kurbeln geholt. Einen von den jüngeren Lanz-Fans. Endlich läuft der Lanz. Hoffentlich klappt das vor Publikum dann auch. Wenn man sowas findet, was über 50 Jahre eingewachsen irgendwo gestanden hat, ne? Und der Bulldog läuft wieder. Der läuft wieder. Wenn man sich das mal anguckt. Hier. Alles durchgerostet hier. Alles durchgerostet. Guck mal, wie hier die Rostnarben zu sehen sind. Handbremse, alles hier. Kein Belag mehr drauf. Ne? Macht aber, da nichts an Kaputt. Aber das Herz ist gesund. Ne? Macht da kein Loch rein. 9 Uhr. Einlass für die Zuschauer. Noch ist nicht viel los. Erster Programmpunkt: Pflügen vor Publikum. Esselmanns Freund Manfred mit dem rostigen Bulldog wagt sich aufs Feld. Zum ersten Mal seit 70 Jahren pflügt sein Traktor. Der Himmel klart auf und es wird tatsächlich richtig voll auf dem Platz. Fast 2000 Zuschauer sind schon jetzt da. Aus Schleswig-Holstein, Hamburg und sogar Sachsen und Thüringen. Genau der richtige Moment für Johann Esselmann und den Denkmal-Bulldog. Sein ganz persönlicher Höhepunkt. Macht mir den Gefallen. Nicht nur ihm, sondern auch den beiden Bulldog-Kumpanen, mit denen er den Club vor 40 Jahren gegründet hat. Walter Tran, hier der Gastwirt, und Egon Wils, die beiden, ja, die leben beide nicht mehr, die würden sich bestimmt darüber freuen, dass der Bulldog noch läuft. Ne? Was Maschinenbauingenieure alles so hinbekommen, das kann man hier auf der Agritechnica sehr schön sehen. Teilweise sieht es aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das hier zum Beispiel, das ist ein Kartoffelroder. Gut, die gibt es schon eine Weile, werden Sie sagen, aber was da heutzutage alles an Technik drin steckt, Wahnsinn. Diese Maschine hier hat 430 PS und die braucht sie auch, denn die kann nicht nur 7 Tonnen Kartoffeln im Inneren speichern, also 7000 Kilo bunkern, sagt man in der Fachsprache, sondern diese Maschine kann pro Stunde 60.000 Kilo Kartoffeln produzieren. 60 Tonnen. Wenn die hinten angekommen sind, dann die Kartoffeln, sind die etwa so sehr gereinigt, wie wir sie auf dem Wochenmarkt kaufen. Was für ein Gerät, oder? Ankommen, was ist eigentlich mit unseren Landwirten aus dem Emsland? Wo sind die inzwischen gelandet? Kurz nach 9. Die Truppe aus dem Emsland hat Hannover erreicht. Werner Kohle hat die 3-stündige Fahrt noch für ein kurzes Nickerchen genutzt. Jetzt kann's losgehen. Nichts wie rein ins Getümmel. Ein Wahnsinnsteil. Bei all dem Wahnsinn muss so ein Emsländer erstmal die Übersicht behalten. Ja, hier kann man sich absolut verlaufen, wenn man das mal so sieht. Hier so alles, ne? Alle Hallen sind hier irgendwie, glaube ich, sogar belegt.
da alles zu sehen oder so ist unmöglich. Da muss man sich schon Schwerpunkte setzen. Was interessiert uns denn jetzt? Wir gehen einfach mal weiter. Die nächste Halle ist 25, da gehen wir jetzt einmal hin. Gucken wir mal. Na dann, immer der Nase nach. Werner Kohle ist jetzt schon schwer beeindruckt von diesen Dimensionen. Ja, das ist natürlich schon ein Riesenteil, ne? 24 Kubik hat er, glaube ich. Ich habe auch einen, aber der hat nur die Hälfte. Ja, aber gut, je größer der Viehbestand, desto größer muss natürlich, oder desto, ja, größer muss natürlich auch die Technik sein, die Futtertechnik, ne? Ja, je größer die Maschine, desto höher aber auch der Preis. Und somit völlig utopisch für einen Landwirt aus dem Emsland mit kleinem Hof. Das ist ja genauso mit Mähdrescher und mit Maishäcksler. Das sind natürlich alles total imposante Maschinen. So, aber für normale Landwirte ist das heute nicht mehr erschwinglich und auch nicht sinnig, sowas zu kaufen. Das geht nur über Lohnunternehmer. Sehr vernünftig, so ein Emsländer. Und trotzdem, die Riesenmaschinen ziehen ihn quasi magisch an. Also hier ist ungefähr 1,80. Das ist schon männlich, ne? Wahnsinn. Das ist ein fahrendes Wohnzimmer. Oh, kommt doch gar nicht hoch hier. Das Kind im Manne erwacht hier endgültig zum Leben. Das ist ja schon gewaltig, ne? Ja, ne? Also das wäre schon Feiertag, wenn man da mal einen Tag mitfahren dürfte, ne? Der Landwirt ist kaum noch zu bremsen. 8, 9, 10, 11,50 Meter. Gigantisch. Also den Reifen kann man schon eine Familie verschwinden lassen. Werner Kohle ist völlig hin und weg und braucht nun dringend eine Abkühlung. So ein Messebesuch ist ganz schön aufregend, auch für einen Landwirt aus dem Emsland. Beim Reisen redet man ja gerne über die Ökologie. Flugzeuge zum Beispiel werden immer leichter und sparsamer. Es gibt Hybridbusse. Die Bahn kann, wenn sie will, mit 100% Ökostrom fahren. Ich frage mich, wie sieht das in der Landwirtschaft aus? Fragen wir mal Hubertus. Guck mal, was meinst du, Hubertus, gibt es irgendwann mal sowas wie Elektrotrecker? Ja, Stefan, also das kann man sich heute noch ganz schwer vorstellen, weil die Batterie, die muss, glaube ich, so riesig sein, die der sich dahinter sich herziehen muss, die wird es so schnell nicht geben. Was es aber gibt, in der Landtechnik ist, dass mehr und mehr Antriebe elektrisch gemacht werden. Das kannst du dir vorstellen wie beim Hybridauto. Da gibt es ja auch einen Benzinmotor und einen Elektromotor an den Rädern. Genauso gibt es das beim Trecker, bloß dass der Elektromotor eben nicht die Räder antreibt, sondern vielleicht das Gerät, was dahinter hängt. Und das hat schon große Vorteile. Man kann das dann viel genauer steuern und man hat auch nicht die Gefahren, die man so mit Öl und so hat, was man sonst dafür benutzt. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Man wundert sich ja immer wieder, man denkt, die Welt hätte schon alles erfunden, hat sie aber nicht. Das sieht man dann an so einer Geschichte, wenn jemand, ein begnadeter Ingenieur, Konstrukteur, so eine Idee hat und das dann gebaut wird. Die Pellets sind genauso begehrt. Als essbares Spielzeug für Schweine etwa, damit die sich nicht gegenseitig anknabbern, sondern die Strohpellets. Großes Interesse haben aber auch Pferdezüchter. Die Pellets presst der Premos keim- und staubfrei. Für Städter interessant als Heizmaterial. Pellets lassen sich leichter transportieren als Strohballen. Pecon aus den Niederlanden hat an der Bereifung herumgetüftelt. Heraus kamen Zwillingsreifen, die auf Knopfdruck hochgeklappt werden können. Sehr vorteilhaft, wenn man vom Feld auf die Landstraße wechseln will. Ja, deswegen ist die Nachfrage gekommen. Die Polizei, die haalt sleppers aan van, ja, du bist te breit, kunnen moest zahlen. Dat is eins, aber die Verkehrssicherheit ist wichtiger. Gullwing nennt sich die Innovation. Zwillingsreifen, die sich wie Möwenflügel hoch und runter bewegen. Bei John Deere hat man sich mit diesem Kasten eine Silbermedaille erkämpft. Darin ist eine Kamera, die eine Formationsfahrt des Häckslers mit einem daneben fahrenden Traktor ermöglicht. Der Traktor und der Feldhäcksler laufen mit GPS. An dem Arm ist dann zusätzlich noch eine Kamera dran, also ein Auge. Das sieht den Anhänger. Der Anhänger ist ja meistens viereckig und erkennt eben die Umrisse. Und genau das ist das, wo der Arm reintreffen soll. Und dann stellen Sie sich so vor, wie mit einer Wasserpistole, zielt der Arm genau in den Anhänger rein und eben nicht vorbei. Ein wahres Häcksler-Ballett.
Dank der Positionsdaten beider Fahrzeuge wird optimal abgeerntet und verlustfrei auf den Anhänger geladen. Eine Problemlösung, für die sich die Besucher der Agritechniker besonders interessiert haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jetzt haben wir hier schon so viel gesehen und Sie denken bestimmt auch, mehr geht jetzt nicht. Was soll jetzt noch Beeindruckendes kommen? Ob Sie es glauben oder nicht, da geht noch was. Nennen wir es eine brillante Geschäftsidee, die zwei Brüder aus Wedemark hatten. Die reisen dafür um die ganze Welt und die machen das mit so einer Leidenschaft, dass am Ende was Einzigartiges rauskommt. Das hat tausende Fans und die nennen die beiden nur die Trecker-Checker. Wenn ich jetzt sage Film ab, dann meine ich das wortwörtlich. Ja, einmal aus, damit wir jetzt einen schönen einmal starten haben. Tomo, kannst du gleich mal hier aufnehmen. Warte noch kurz, bis der andere vorbeigefahren ist. Zwei Brüder, eine Leidenschaft. Ihr Fokus liegt auf der Landmaschine. Das ist halt mit einer der größten, der in Deutschland so zu finden ist, sag ich mal, an Traktoren. Und der walzt hier eben auf dem Silo und der hat einen wahnsinnigen Sound und das wollen wir den Leuten natürlich zeigen, auch auf dem Film. Die Faszination des schweren Geräts. Ein Charme, der sich Fachfremden nicht sofort erschließt. Wohl aber für die filmenden Brüder aus Niedersachsen. In ihren Streifen entfaltet so eine Landmaschine eine ungeahnte Ausstrahlungskraft. Das sind die Hauptdarsteller und das sind auch wirklich die Maschinen, die dann wirklich so ein Highlight sind auf so einem Film. Die Maschine hat über 500 PS, macht nicht nur solche Arbeiten, macht auch andere Arbeiten. Es ist einfach beeindruckend, wie die Maschine in diesen Haufen reinsackt mit den breiten Reifen. Das sind einfach, man merkt auch, da sind so viele Kräfte im Spiel, so viel Gewicht und ja, das beeindruckt. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Sie zeigen den Traktor bei der Arbeit. Pur, nackt, der eine Akt. Der Feuilleton erkennt in ihren Werken mittlerweile den Eros der kriechenden Landmaschine. Sogar von Pornos vom Feld ist die Rede. Dabei halten die Gläsers nur drauf. Seit bereits 10 Jahren, nicht nur auf Niedersachsens Äckern. Sie filmen weltweit, im Rhythmus der Jahreszeiten. Von Australien über Russland bis Kanada. Irgendwie wissen die beiden, worauf es ankommt. Also es ist für viele Jungs, die so aus der Schule rausgehen und so ein bisschen auf dem Land groß geworden sind, vielleicht auch mal hier und da einen Mähdrescher gefahren haben, die sagen sich, ach ja, mal irgendwo da in den weiten Kanadas mit so einem Team von Männern dort die Flächen mähen, das wäre echt was Spannendes. Es ist halt eine Mischung aus Dokumentationsfilm und Technik, also eine Technikdokumentation ist es. Ihre Filme verkaufen sich seit Jahren zu Zehntausenden. DVDs mit Titeln wie Maisernte, die stärksten Feldhäcksler der Welt. Landwirtschaft in Nordamerika Volume 3. Allrad, Antrieb für mehr in 3 bis 5 Sprachen. Mehr als 30 DVDs gibt es mittlerweile von den Gläserbrüdern. Jeder ein Muss für Landmaschinenliebhaber. Meine Generation und Jünger guckt sich auf alle Fälle immer wieder diese Videos gerne an. Und sehen auch, was Kollegen haben, wie es andere Leute machen, wie wird es gemacht, wie ist die Technik vorgeschritten, was machen andere anders wie ich. Da gucken sich viele noch auf den Videos an und das ist, glaube ich, ein ganz großes Portal, was ganz viel angenommen wird. Mehr als 67.000 Fans haben Landtechnikfilme auf Facebook. Die Fangemeinde gut organisiert und nicht nur männlich. 5% sollen Frauen sein, haben die Gläsers herausgefunden. Ich gucke es gerne an, weil ich gerne irgendwie auch selber auf dem Trecker sitze daher. Da kann man natürlich ruhig mal so ein Ding reinpfeifen auf ihn. Ja, kann man sich gut mal angucken. Kriegen wir das hin, dass ihr alle drei irgendwie, wenn ihr zurückfahrt, also aufgereiht, so dieses typische schöne Bild drei nebeneinander hinkriegen? Aktuell drehen die Gläsers mal wieder Erntearbeiten. Auch noch vor der Haustür, also in Niedersachsen. Nächste Woche soll es nach Frankreich gehen. Und auch dann werden sie wieder mit allen Tricks arbeiten. Mit ungewöhnlichen Bildern von mächtigen Landmaschinen. Dann haben wir so eine kleine Kamera, die kann man halt direkt vor diesen furchteinflößende Aufnahme kann man diese Kamera hinheften und sieht dann eben etwas, was so ein normaler Zuschauer niemals zu sehen kriegt. Ja, wie die Werkzeuge dort schneiden und häckseln und ja. Haben auch so schon ein paar Kameras verloren, muss man sagen. Also, ja. Wenn wir selber da kein Interesse dran hätten, dann würden wir die Bilder auch nicht so einfangen können und ich glaube, das mögen die Leute. Eben die Geschichten, wie wir sie erzählen. In dieser Improvisation, aber dann doch in der Komplexität, ja. Okay, lass mal. Ja. Wenn die Landmaschine auf die Gläserbrüder trifft, dann bekommt der Begriff Landliebe eine ganz neue Dimension. So, jetzt hatten wir bis hierher schon so viel Spaß. Jetzt müssen wir aber einmal auch kurz über was Ernstes schnacken.
Wenn ich auf einer Landstraße irgendwo unterwegs bin und ich sehe so ein Teil, ja, oder so eins hier, ganz ehrlich, ich habe schon so ein kleines mulmiges Gefühl. Ich meine, ich sehe die, ja, die sind riesengroß, die sind stärker als ich, aber ich frage mich immer, sieht der Fahrer auch mich? Oder hier, Trecker überholen, die sind lang, man kann es schwer einschätzen. Hubertus, du bist ja auch viel auf dem Trecker. Zum Thema Sicherheit, was wird da konkret getan? Ja, Stefan, das geht nicht nur dir so, das geht auch mir so, wenn ich auf dem Schlepper sitze. Wenn ich zum Beispiel auf eine Straße rausfahre vom Acker, dann hat man schon ein verdammt schlechtes Gefühl, wenn man mit diesem furchtbar langen Geschütz auf die Straße fährt und unter Umständen gar nicht sieht, was da von links und rechts kommt. Da gibt es inzwischen Lösungen, da gibt es Kameras, die werden vorne am Schlepper angebaut und schauen nach links und rechts. Und ich kann auf dem Monitor sehen, ob da jetzt gerade beim Auffahren auf die Straße jemand kommt, den ich unter Umständen gefährde. Das gibt einem selber auch ein viel besseres Gefühl auf der Maschine. Und nicht zu vergessen, dass Trecker auch zur HU müssen, zur Hauptuntersuchung. Und das kann schwierig sein, nämlich auf dem Land, wenn die nächste Prüfstelle einfach sehr, sehr weit weg ist. Aber was hilft es? Ja? Die Maschine braucht eine Plakette. Und wenn der Landwirt nicht zum TÜV kann, dann muss der TÜV eben zum Landwirt kommen. Alle 2 Jahre. Da kann man aber auch aus dieser ganzen Geschichte ein kleines Happening machen. Trecker-TÜV-Tag in Büren, mitten im Weserbergland. Landmaschinenwerkstatt Lösekrug. Der Chef Erich Grünewald ist seit 6 Uhr auf den Beinen. Persönlich hat er beim Dorfmetzger die Verpflegung abgeholt. Mettbrötchen, ne, und Aufschnitt. Ne. Wenn der TÜV kommt, packt die ganze Familie Grünewald mit an. Erichs Tochter Anja und seine Schwester Heidi schieben heute Dienst in der Küche. Es gibt halt immer Mettbrötchen. Das gehört schon mit dazu aus Tradition. Und das wird dann immer speziell für uns bestellt. Das sind jetzt 8 Kilo Mett, die wir bestellt haben. Deftig muss es sein. So ein TÜV-Tag ist kräftezehrend. Also die Leute vom TÜV können da natürlich auch gerne zufassen und das machen die auch jedes Jahr. Die freuen sich dann auch immer auf das Frühstück hier. Und die werden also auch mit verpflegt. Aber den TÜV schmieren, das wird nichts nützen. In der Werkstatt ist alles startklar. Fehlen eigentlich nur noch die Herren vom Technischen Überwachungsverein. Wolfgang? Ja? Wo bleibt denn der TÜV? Weiß ich auch nicht. Kommen wir auf den letzten Drücker, ne? Ja. Guten Morgen. 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 Da sind sie, die beiden Prüfer. Endlich. Moin. Ja. Guten Morgen. Neues Grünewald. Gesicht? Genau, neues Gesicht. Jawohl. Helga Reuter hat den Hof gleich nebenan und ist die erste Kandidatin. Wie jedes Jahr. Den alten Prüfer hatte sie ganz gut im Griff. Jawohl, einmal Blinker rechts, links. Jawohl, und einmal Bremse. Jawohl, wunderbar. Und nochmal zurücksetzen und dann nochmal fahren und mit Handbremse. Aber auch der neue Prüfer scheint ganz okay zu sein. Plakette erteilt. Ja, wenn der Trecker in Ordnung ist, ist es auch. Man hat ja hier dann meistens auch den Frauenbonus. Man muss nicht viel machen. Und alles bestanden. Bekommen. Na, super. Dein Vater wird sich ärgern, es gibt keinen neuen Trecker. Schade. Auch der gute alte McCormick hat es den Berg rauf geschafft. Hoffentlich kommt Hartmut Pape durch den TÜV, trotz der alten Reifen. 1,6 mm. Wie beim Auto auch. Ja. Hart an der Grenze, ne? Ja, oder? Das ist schon zu viel. Die müssen neu, ne? Glück im Unglück. Stammkundenrabatt. Kauf 2 neue Reifen, zahl einen. Bauer Pape bekommt die neuen Puschen drauf. Nachprüfung. Stempel fehlt noch. Ja. Das Wichtigste. Reifen sind neu. Aber alles fest, wieder montiert. Wunderbar. So, wunderbar. Geschafft. 35 Trecker mit frischer Plakette. Die Werkstattmannschaft um Erich Grünewald hat sich jetzt ein paar Bier verdient. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wenn Agritechniker in Hannover ist, dann ist wirklich die Welt zu Gast bei uns in Niedersachsen. Dann sind hier Farmer aus Fernost, Agrartechniker aus Argentinien, überhaupt Landwirte aus allen Landesteilen. Was glauben Sie, aus welcher Ecke der Welt kommen wohl die meisten Aussteller? Russland, China, Japan, vielleicht aus Italien? In den nächsten 2 Minuten erzählen wir Ihnen das.
Es wird Espresso getrunken, zur Messezeit eben auch mal aus Plastikbechern. Ein Hauch italienischen Flairs weht durch die drei Hallen, in denen Komponenten und Einzelteile für Landmaschinen ausgestellt sind. Die werden traditionell meist in Italien hergestellt. Mit fast 400 Unternehmen sind unsere südlichen Nachbarn daher die größte Gruppe der ausländischen Aussteller. Es ist so ein bisschen Little Italy hier, diese drei Hallen. Ja, ist es, ja. Gut, das war früher natürlich nicht so. Die haben jetzt gebündelt mit diesen System und Components. Wir waren einfach früher so verteilt in verschiedenen Hallen. Da war das vielleicht nicht so auffällig. Aber mittlerweile ist es auffällig, ja. Doch wie kommt's zum italienischen Dorf auf der Agritechnica? In Italy. Wenn eine Firma in Italien nach Deutschland exportieren kann und akzeptiert ist in Deutschland, dann ist das ein Zertifikat für die ganze Welt. Ich denke, das ist es, warum alle Italiener versuchen, in Deutschland auszustellen. Aber es strömt die ganze Welt nach Hannover. Davon zeugt auch die teils messeuntypische Kleiderordnung. Ein Viertel der Besucher insgesamt, das sind 100.000, kommt aus dem Ausland. Sie ist eben international, die männliche Liebe zum Traktor. Und hier zu sein, ist für jeden eine große Chance. It's an eye-opener for me. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich habe Maschinen gesehen, die ich in der Größe noch nie in Indien gesehen habe. Und technisch sehr fortgeschritten. Es ist eine riesige Messe. Man kann gar nicht jede Halle und jeden Zulieferer besuchen. Visit each and every hall and each and every supplier. Und für manche, wie den einzigen Aussteller aus Ägypten, geht hier auf der Messe ein Traum in Erfüllung. Ich kam 2005 als Besucher auf die Agritechnica und hatte damals das Ziel, nun ja, eigentlich sollte es etwas schneller gehen, aber jetzt bin ich 10 Jahre später selbst als Aussteller hier. Ibrahim Siam aus Jordanien ist ebenfalls zum ersten Mal mit seinen Radiatoren hier. Er hat vor, neben möglichst guten Geschäftskontakten noch mehr mit nach Hause zu nehmen. Es ist auch ein Ort, uns selbst und unsere Industrie weiterzuentwickeln. Denn hier sieht man die gleiche Branche aus verschiedenen Teilen der Welt. Und wir können daraus lernen. Und das gilt auch für die Agritechniker. Merke, man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn das Fremde liegt so nah. Ja, eigentlich alle Fragen beantwortet, oder? Vielleicht eine noch. Jetzt haben wir so viel gesehen, ganz ehrlich. Landwirt zu sein, ist doch einfach ein toller Job, oder? Vielleicht nicht mehr ganz so romantisch wie früher, dafür moderner, sicherer. Und wir haben doch gesehen, so ein Traktor, so ein Häcksler oder so ein Mähdrescher kriegst du doch heutzutage schon für ein paar hunderttausend Euro. Also die Zinsen sind gerade günstig, aber bevor Sie jetzt am Montag zur Bank rennen und nach einem Kredit fragen, fragen wir nochmal Hubertus. Sag mal, ganz ehrlich. Lohnt es sich heutzutage noch Landwirt zu sein? Ja, Stefan, für mich natürlich. Und es ist auch nicht so, dass ein Landwirt den ganzen Tag draußen auf dem Acker oder im Stall rumrennen darf und sich mit seinen Tieren und seinen Pflanzen beschäftigen. Auch wir müssen im Büro sitzen, aber das macht für mich den Beruf auch so toll. Wir machen ganz viele verschiedene Sachen, immer ein bisschen von allem. Und außerdem, wenn ich nicht Landwirt wäre, dann könnte ich ja auch die ganzen schönen Maschinen, die wir hier auf der Messe gesehen haben, gar nicht fahren. Und das macht auch sehr viel Spaß, sich mit der neuen Technik zu beschäftigen. Sehr schön. Danke, Hubertus. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich mache mich jetzt vom Acker. Und wenn Sie noch nicht genug bekommen haben, dann geht's hier im NDR-Fernsehen weiter mit noch mehr norddeutschen Treckergeschichten. Tschüss!